Bewaffneter Überfall auf einen Discounter. Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Discounter in Kasslerfeld flohen zwei unbekannte Täter mit Geld aus dem Tresor. Sie haben am Montagmorgen gegen 5.35 Uhr einen Discounter auf der Straße auf der Höhe überfallen. Die beiden Männer haben sich hinter Mülltonnen versteckt und darauf gewartet, dass die Angestellten zur Arbeit kamen. Als die beiden 28 Jahre alten Mitarbeiter eintrafen, bedrohte einer der Täter sie mit einer Schusswaffe. Einer der Angestellten sollte sich auf den Boden legen. Den anderen zwangen sie, den Tresor aufzuschließen und das Geld herauszugeben. Danach flüchteten die Männer mit der Beute. Ein Täter soll mit einer dunklen Mütze und einem grauen Schal bekleidet gewesen sein. Der andere Täter, der die Angestellten mit einer Schusswaffe bedrohte, soll Mitte 20 und dunkelhäutig sein. Die Polizei bittet um Hinweise. NRW-Polizei kontrolliert auf Autobahnen für mehr Sicherheit. Die NRW-Polizei kontrolliert am 21. März landesweit einen ganzen Tag lang für mehr Sicherheit auf den Autobahnen. Insgesamt werden dabei rund 400 Autobahnpolizisten im Einsatz sein. Weil 2016 mit 80 Getöteten rund ein Drittel mehr Menschen auf Autobahnen starben als 2015, hatte Innenminister Ralf Jäger Schwerpunktkontrollen angekündigt. Zu den häufigsten Unfallursachen zählten neben erhöhter Geschwindigkeit immer öfter die Ablenkung. Vor allem der Blick aufs Smartphone sei lebensgefährlich. Earth Hour 2017. Am 25. März findet bereits zum 11. Mal die Aktion Earth Hour statt. An diesem Tag werden in über 100 Ländern Millionen Menschen im Rahmen der weltweiten Aktion für 60 Minuten das Licht ausschalten. Auch die Duisburger sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen und an diesem Tag um 20.30 Uhr für eine Stunde zu Hause das Licht auszuschalten. Durch die Aktion soll ein stärkeres Bewusstsein für Klima- und Ressourcenschutz entstehen. Die Stadt Duisburg wird sich in diesem Jahr gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde Alt-Duisburg, dem Einkaufszentrum Forum Duisburg, der Königsgalerie, der Stadtwerke Duisburg AG und dem Landschaftspark Duisburg Nord an der Aktion beteiligen. So wird die Außenbeleuchtung des Rathauses, der Salvatorkirche und der Marienkirche, die Lichtinszenierung des Landschaftspark Duisburg Nord und die goldene Leiter im Forum in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr ausgemacht. Ebenso wird die grüne Beleuchtung des Kühlturmes, des Stadtwerke-Kraftwerkes Wannheimer Ort für eine Stunde ausgeschaltet. Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche. Das Jobcenter Duisburg bietet Jugendlichen, die keinen oder einen schwachen Schulabschluss haben, Unterstützung in Form einer assistierten Ausbildung, kurz ASA, an. Hierbei handelt es sich um eine individuelle, an die Bedürfnisse der einzelnen Jugendlichen angepasste Hilfe. Das ASA gliedert sich in zwei Phasen. In der ersten Phase steht die Suche nach einer geeigneten Ausbildungsstelle im Vordergrund. Zu diesem Zweck steht das Jobcenter in regem Kontakt zu potenziellen Ausbildungsbetrieben. Hat der Jugendliche einen Ausbildungsplatz gefunden, beginnt die zweite Phase der ASA. Ausbildungsbegleitend unterstützt der Bildungsträger zum Beispiel beim Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten oder bei der Förderung fachtheoretischer Kenntnisse. Die ASA bietet Arbeitgebern die Möglichkeit, auf ein Nachwuchskräftepotenzial zurückzugreifen, welches sonst eventuell keine Berücksichtigung gefunden hätte. Gleichzeitig bekommen junge Menschen eine langfristige berufliche Perspektive. Neue Kindertagesstätten der Lebenshilfe Duisburg nehmen Form an. Die beiden neuen Kindertagesstätten der Lebenshilfe Duisburg in Marxloh, Abenteuerland und Wunderland nehmen Form an. Auf beiden Baustellen wird mit Hochdruck gearbeitet, sodass die Kinder zum nächsten Kindergartenjahr 2017-2018 in die Gebäude einziehen können. Die Eltern können für beide Kitas ihre Kinder seit einigen Wochen anmelden. Es existieren an beiden Standorten Plätze für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf. Die Kita Wunderland in Wannheimer Ort wird zudem über lange Öffnungszeiten bis 18 Uhr anbieten. Auch die Personalauswahl ist angelaufen. Einige erfahrene Fachkräfte aus Einrichtungen der Lebenshilfe werden an die neuen Standorte wechseln, sodass in jedem Fall die Standards und die Qualität gesichert wird. Bewerbungen von pädagogischen Fachkräften sind weiterhin möglich. Heute beginnt der Frühling. Dennoch zeigt sich das Wetter eher von seiner ungemütlichen Seite, mit grauen Wolken und viel Regen. Morgen bleibt es insgesamt heiter, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Werte erreichen 5 bis 11 Grad. Am Mittwoch zeigt die Sonne dann wieder, was sie kann. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 2 und 14 Grad. Am Donnerstag verdecken wieder mehr Wolken den Himmel. Bei Werten bis zu 13 Grad wird es wechselhaft.
Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer, aufgepasst, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Auch morgen sind die Ordnungshüter wieder im Einsatz. Blitzer stehen unter anderem auf der Mühlheimer Straße in Neudorf Nord und auf der Prinzenstraße in Hochheide. Und Bauarbeiten behindern die freie Fahrt. In Baal ist die Mühlenstraße gesperrt. Hier wird am Kanal gebaut. Der erste Bauabschnitt liegt zwischen den Hausnummern 19b und 11. Im Anschluss wandert die Baustelle weiter durch die Straße. Die Arbeiten dauern insgesamt voraussichtlich bis Ende 2017. Und in Bergheim ist noch bis Freitag die Breslauer Straße in Höhe der Hausnummern 8 bis 10 gesperrt. Grund sind ebenfalls Kanalbauarbeiten. Die Breslauer Straße ist von jeder Seite bis zur Baustelle als Sackgasse befahrbar. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.